Es wird nicht leicht, ins Dominium zu kommen, so gut wie Sanbreque es bewacht. Ja. Jetzt, wo Selver die eigene Hauptstadt verloren hat, wird er seinen neuen Sitz in Dichasia mit aller Macht verteidigen wollen. Seine Truppen sind gut trainiert und kampferfahren. Aber auf ein Ende der Belagerung können wir schlecht warten. Ich habe so einen Durst. Wir sind gleich am Markt. Da kaufe ich dir was zu trinken, in Ordnung? Hätten wir doch nur einen Kristall. Noch mehr Flüchtende. Alle auf dem Weg zum Kristalldominium. Weil sie ein Leben ohne den Segen der Kristalle nicht kennen. Endlich. Hier gibt's keine Kristalle. Wir müssen weiter. Das Kristalldominium ist unsere letzte... Hier sollen wir auf Götz warten, oder? Richtig. Er wollte nachkommen, sobald er mit allem fertig ist. Eigentlich dürfte er schon da sein. Das war's dann. Ohne Händlerpass kein Weiterkommen. Gepäckträger zu mieten. Beste Leistung zum Besten. Was meinst du, Mädchen? Zeit, dass wir... Das ist alles. Es muss unverzüglich ins Dominium gebracht werden. Egal, was es kostet. Gewiss, gnädige Frau. Unser schnellster Vogel steht bereit. Lass mich dein Zeug tragen. Ich bin billig. Und schmutzig. Der macht nur Ärger. Lasst mich, Milord. Siehst dir in Ruhe an? Vielen Dank. Beehr mich bald wieder. Ich benötige die Dienste der roten Karawane. Wo ist die Inhaberin? Sie ist anderweitig beschäftigt, Milord. Kommt später wieder. Verdammte rote Karawane schnappen sich immer die besten Kunden. Lasst uns auch noch was übrig. Beeil dich! Ich muss schleunigst zum Dominium aufbrechen. Das tue ich bereits, Milord. Die Brüder haben wieder zugeschlagen. Schon gehört? Einen Soldaten wie dich sollten wir wohl besser vorwarnen. Wenn du drüben an der Lethny-Kluft jemals zwei Brüdern begegnen solltest, dann schenk ihnen auf keinen Fall Gehör. Und warum nicht? Weil gegen diese beiden falschen Schlangen selbst dreckige Diebe und Meuchelmörder die reinsten Musterbürger sind. Diese Schurken freunden sich mit fahrenden Händlern an, die zum ersten Mal hier in der Gegend sind, und treiben sie gezielt irgendwelchen Banditen in die Arme. Und wenn der Händler dann tot ist und die Räuber wie die Geier über seine Waren herfallen, ziehen die Brüder sich einen ahnungslosen Krieger an Land. Der bringt die Banditen dann zur Strecke, in dem festen Glauben, dass er eine gute Tat vollbringt. Und wenn er fertig ist, kommen die beiden anspaziert und plündern sowohl den toten Händler als auch die Banditen aus. Unfassbar, dass das immer wieder funktioniert. Man sollte meinen, dass uns hier in der Gegend irgendwann die Banditen ausgehen. So nah an Bocklad? Schön wär's. Ja, stimmt auch wieder. Jedenfalls, mach lieber einen Bogen um die, wenn du sie siehst. Oder noch besser... Brate ihn gleich eins über. Ach, das hätte ich wohl besser getan. Danke für die Warnung. Drachenfang war einmal. Nicht zu fassen, was? Kein Wunder, dass alle das Weite suchen. Das ist nicht alles. Lord Kupka soll auch gefallen sein. Die Tage der Republik sind wohl gezählt. Wenn die Neuankömmlinge Gil in den Taschen hätten, wären wir reich. Mir aus den Augen. Ich brauche keine Trägerin, die nicht mal mehr den Herd anmachen kann. Pfirsiche und Birnen. Wunder aus Übersee. Kommt und schaut. Schaut und staunt. Mein Herr, wie wäre es mit einem... Wie viel? Für einen mickrigen Kantenbrot? Günstiger findest du es nicht mehr heutzutage. Kannst dich gern davon überzeugen. Das Kristalldominium wird weiterhin ohne jegliche rechtliche Grundlage von Sanbreque besetzt gehalten. Für sämtliche Grenzübertritte nach Dichasia ist eine offizielle Genehmigung der Dalmekischen Armee zwingend erforderlich. Wer Einlass begehrt, soll sich hier anstellen und alle nötigen Papiere zur Überprüfung bereithalten. Anscheinend wollen noch mehr Leute schnell weg von hier. Und alle werden kontrolliert. Aber es ist dringend. Das interessiert mich doch nicht. Wird schwierig werden ohne einen Pass. Lass uns nach Götz suchen. Gehen wir. Er müsste hier ja irgendwo sein. Knauserige Säcke. Da erhöht man die Preise um ein paar Gil und für die geht gleich die Welt unter. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Geh und nerv jemand anderen, ja? Ich hab meinen Händlerpass und ich verschwinde, sobald ich kann. Wenn ich noch länger hier bleibe, wird es mir so ergehen wie den Hungernden vor den Toren. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Karawane hält neben dem Grenzposten. Zeig deinen Händlerpass und du kannst weiterreisen. Saftige Birnen! Stillt euren Durst ohne Kristalle! Götz, da bist du ja. Clive, es tut mir so leid. Bitte erzähl Tante nichts. Ganz ruhig, Götz. Was ist denn überhaupt los? Mein Händlerpass. Er ist weg. Ohne können wir nicht mal mit der Karawane mit. Wir kommen ja nicht mal an den blöden Grenzposten vorbei. Wann hast du ihn dann das letzte Mal gesehen? Gerade eben war er noch in meiner Tasche und dann kam ein Junge angerannt und... Hey! Denkst du, der hat ihn vielleicht geklaut? Würde mich nicht wundern. So ein belebter Markt ist eine Einladung für Taschendiebe. Also müssen wir als erstes diesen Jungen finden. Wo sollen wir denn da anfangen? Ich weiß wo. Ich kenne hier in Bocklad eine, die uns helfen könnte. Sie weiß einfach über alles Bescheid, was hier so passiert. Wo finden wir sie? Ihr gehört die rote Karawane. Ist nicht weit. Auf dem Schild ist ein roter Chocobo. Keine Zeit zu verlieren. Geht ihr schon mal vor? Ich guck lieber nach, ob mir nicht noch mehr von meinen Sachen fehlen. Mach das. Wir sehen uns dort. Geht zur roten Karawane und fragt nach der Besitzerin. Sucht einfach nach dem Schild mit dem roten Chocobo drauf. Einem großen roten Chocobo. Dann halten wir Ausschau nach diesem roten Chocobo. Und nach diebischen Kindern. Braucht ihr eine Kutsche? 10 Millionen für einen Zweispänner ins Kristalldominium. Nicht verhandelbar. Oh, darum geht es nicht. Dann einen schönen Tag. Warte! Geh noch nicht, ey! Die gehören zu mir. Das ist doch nicht zu fassen. Götz! Was machst du denn hier in Bocklad? Du bist wohl nicht im Auftrag von Charon hier. Erzähl schon, in was für Schwierigkeiten steckst du dieses Mal? Mein Händlerpass wurde geklaut. Von einem Kind. Und das dir? Dabei bist du so groß wie ein Morbol. Also wirklich... Götz sagte, du kennst dich auf den Märkten aus. Hast du vielleicht eine Vermutung, welches Kind das getan hat? Wir wollen niemanden bestrafen, aber wir brauchen den Pass. Danach ziehen wir sofort weiter. Verstehe. Ihr beide habt also auch keinen Händlerpass dabei. Als Händler geht ihr sowieso nicht durch. Aber deswegen seid ihr ja zu mir gekommen, richtig? Also, ich bin nicht sicher, wer euren Pass hat. Aber ich kann mir denken, warum er gestohlen wurde. Lasst mich erklären. Seitdem das Heer das Dominium belagert, wird sehr genau darauf geachtet, dass der Handelsverkehr dem Feind nicht mehr zugutekommt als uns selbst. Das ist der Grund dafür, warum Händlerpässe, die die Reise früher nur etwas einfacher gemacht hatten, jetzt für alle Grenzübertritte zwingend notwendig sind. Und da man sie nicht so leicht bekommt, sind sie jetzt heiß begehrt. So sehr, dass einige Leute auch zu illegalen Methoden greifen. Also stehlen Kinder diese Pässe, um sie unter der Hand zu verkaufen? Ja und nein. Die Pässe sind auf die Namen der Besitzer ausgestellt. Aber bisher ist nicht ein Name eines Bestohlenen in der Liste der Grenzüberquerer aufgetaucht. Das heißt? Dass irgendjemand die Namen in den Pässen ändert. Dieser Unbekannte hat auch die Kinder zu den Diebstählen angestiftet. Und dieserjenige ist jetzt wahrscheinlich auch im Besitz von Götz Pass. Eins ist sicher. Hier werden die Existenzen redlicher Händler zerstört. Deswegen haben wir beschlossen, uns zu wehren. Helft ihr uns dabei? Ihr wollt euren Pass zurück. Und wir wollen, dass nicht noch mehr gestohlen werden. Findet die wahren Übeltäter und schlagt dabei gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Sag mal, gibt es einen anderen Weg, ins Dominium zu kommen, Götz? Nein, außer mit der Karawane kommt ihr nicht rein. Ansonsten weiß nicht. Vielleicht könnt ihr rüberschwimmen? Aber die Wachen erwischen euch garantiert, wenn ihr sowas versucht. Genau das, was wir nicht wollen, oder? Also entweder wir finden die Drahtzieher, oder wir kommen nicht ins Dominium hinein. Na gut. Wir helfen. Herzlichen Dank. Ich sollte mich vorstellen. Eloise, sehr erfreut. Clive. Auf gute Zusammenarbeit, Clive. Der Tischlermeister am Stand im Zentrum des Marktplatzes organisiert die Suche. Tragt das, dann gibt er euch Auskunft. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit ihm sprecht. Der Tischler also. Verstanden. Mir aus den Augen. Ich brauche keine Träger. Sonderpreise. Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Saftige Birnen. Stillt euren Durst ohne Kristalle. Bist du der Tischlermeister? Auf der Suche nach etwas Bestimmtem? Oh, Eloise hat dich auch am Kragen. Dann hat sie dich wohl geschickt. Sie sagte, du leitest die Suche nach den Dieben. Geht's voran? Also, sie scheinen immer Händler mit viel Gepäck zu bestehlen. Macht das Aufpassen schwerer. Und die Opfer können sie nicht verfolgen, falls sie auffliegen. Spielt aber auch keine Rolle. Diese Knirpse kennen hier wirklich jede Ecke und sind immer sofort weg. Götz muss ein wahres Bilderbuchopfer gewesen sein. Die Fischhändlerin am Tor versucht auch schon seit längerem, diese Kinder zu finden. Redet doch mal mit ihr. Danke. Machen wir. Redet mit der Fischhändlerin da hinten am Tor. Vielleicht hat sie schon mehr über die Diebe herausgefunden. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Komm doch mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Fisch gefällig? Frisch, gesalzen, geräuchert? Wie wär's mit... Ah, Moment. Ihr kommt von Eloise, oder? Sie will, dass wir ihr helfen. Euch helfen, die Diebe zu finden. So ist das. Dann sag ich euch wohl besser, was ich weiß. Ganz sicher ist das kein Familienclan. Alle Kinder, die gesehen wurden, waren schmutzig und trugen Lumpen. Mit anderen Worten Straßenkinder. Davon haben wir hier viele. Etwa Kriegsweisen? Einige vielleicht. Sicher habt ihr all die Flüchtenden am Tor gesehen? Sie alle hoffen auf einen Neubeginn im Kristalldominium. Manche nutzen jetzt auch diese Gelegenheit, um etwas unnötigen Ballast abzuwerfen. Eine echte Schande. Die Hintermänner müssen sich den Kindern irgendwann einmal zu erkennen gegeben haben. Hören wir uns um. Fangt am besten mit den Kindern hier an. Die haben wahrscheinlich nichts damit zu tun, aber vielleicht wissen sie etwas. Dann versuchen wir es. Na gut, dann fragen wir die Kinder. Kann ja nicht so schwer sein. Mit mir ins Dominium. Da lässt es sich noch gut leben. Die kleinen Strolche hier sind zwar ziemlich frech, aber ich denke nicht, dass sie was damit zu tun haben. Trotzdem, vielleicht wissen sie irgendwas. Fragt einfach mal nach. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Hast du etwas Zeit? Was willst du? Ich will wissen, wer Kinder wie dich zum Taschendiebstahl anstiftet. Weiß nicht. Mich hat keiner gefragt. Was ist Taschendiebstahl? Kriegt man da Gil? Nein, man kriegt Schwierigkeiten. Wenn dich jemand fragt, sag einfach nein. Stehen Taschendiebe den Leuten die Hosentaschen? Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Entschuldige? Was willst du? Ich hab nichts für dich. Keine Angst, wir tun dir nicht weh. Wir haben nur eine Frage. Worüber denn? Wir haben gehört, dass ein paar böse Menschen Kinder wie dich dazu bringen, Reisende zu bestehlen. Wir müssen wissen, wer das macht, damit sie aufhören. Ich weiß nicht wirklich was darüber, aber mein Freund, Hanza, der meinte, er hat Arbeit. Was Gefährliches. Klingt verdächtig. Wir müssen ihn selbst fragen. Wo könnte dein Freund denn sein? Er ist oft bei den Zelten vor dem Markt. Danke. Das hilft uns sehr. Er ist vielleicht bei den Zelten. Ihr tut ihm doch nicht weh, oder? Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Sonderpreise! Kommt und kauft! Lass mich dein Zeug tragen, ich bin willig. Sie meinte wohl das Flüchtlingslager. Hoffentlich finden wir ihn dort. Papa, ich bin hungrig. Ja, und ich bin pleite. Schluss mit dem Gejammer. Ha, der dumme Riese hat überhaupt nichts mitgekriegt. Dem hätten wir sogar die Stiefel von den Füßen klauen können. Genau, aber wir hätten den Pass nicht abgeben sollen. Mit so einem kämen wir vielleicht auch endlich hier raus. Das könnt ihr vergessen. Die würden uns an den Eingeweiden aufhängen, wenn sie das rauskriegen. Würden sie das? Vielleicht kannst du sie uns mal vorstellen, diese reizenden Gesellen. Oh nein, jetzt sitzen wir richtig in der Patsche. Was sollen wir machen? Lasst ihr zwei euch doch fangen, ich bin weg. Hanza, wo willst du hin? Das ist also Hanza. Jill, pass auf die beiden hier auf. Den hole ich mir. Mach das. Weit kann er nicht sein. Ich muss ihn finden, bevor er untertaucht. Papa, ich bin hungrig. Das war's dann. Kam hier ein Junge vorbei. Er hat meinem Freund etwas gestohlen. Eben ist einer hinten ins Chocobo-Gehege gerannt, aber... Danke. Das Gehege ist da hinten. Ich weiß nicht, ob es der Junge ist, den du suchst, aber einer ist reingerannt. Mist, gefangen. Keine Angst, Hanza. Ich werde dir nichts tun. Beantworte mir nur ein paar Fragen. Na gut, muss ich ja wohl. Ich suche die Leute, die dich zum Stehlen anstiften. Wer sind sie? Sie nennen sich die Findlinge. Sie haben mir tüchtig Gil versprochen, wenn ich mitmache. Ich wollte nicht, aber ich muss auch essen. Das habe ich ziemlich selten, bevor die mich angeheuert haben. Und wenn nicht ich, hätte es eben ein anderer gemacht. Dafür gibt's immer irgendwen. Hanza. Du hast ihn gefunden. Jill, wo sind die anderen? Eloise passt auf sie auf. Sie wollte, dass wir dich suchen. Du Dieb! Deinen Pass habe ich nicht mehr, also frag mich nicht. Ist bei den Findlingen. Und zurück kriege ich den auf keinen Fall. Verraten würde ich sie eh nicht. Ohne ihre Gil wären wir schon längst verhungert. Feiglinge, ihr werdet keine Kinder mehr für eure Zwecke missbrauchen. Was? Wir sind... Verletz ihn nicht! Du verwechselst uns. Wir sind auf derselben Seite. Faule Ausreden! Das Siegel. Woher hast du es? Das ist doch Theo. Götz? Was treibst du bei diesen Leuten? Seid ihr diejenigen, die meine Schwester erwähnt hat? Deine Schwester? Eloise hat uns gar nicht gesagt, dass sie einen Bruder hat. Warum sollte sie? Ich bin nur der Mann fürs Grobe. Theodor, zu euren Diensten. Das eben tut mir leid. Theodor, was weißt du über diese Findlinge? Aasgeier, die in Bocklad ihr Unwesen treiben. Sie plagen alle hier, berauben die Besserbetuchten und zwingen die Habenichtse der Bande beizutreten. Ich beobachte sie schon länger, weil ich den Flüchtenden hier neues Leid ersparen möchte. Aber anscheinend sind sie noch skrupelloser, als ich dachte. Hanza ist in Ordnung. Er hat nur getan, was er tun musste. Hätten er und seine Freunde nicht gestohlen, wären andere Kinder dazu gezwungen worden. Wahrscheinlich gewaltsam. Clive, oder? Meine Schwester wollte, dass du den Diebstählen ein Ende setzt? Dann verfolgen wir das gleiche Ziel. Mein Händlerpass! Entschuldigung.